Hier verursache ich irgendwie Schaden, aber krieg auch Schaden. Also ich habe jetzt hier immer so ein bisschen reingeskillt, von jedem etwas. Mehr Int, mehr Rüstung und mehr Schaden. Das Int hätte ich halt fast gar nicht skillen müssen, weil irgendwie mache ich nur, ich mache gar keine Int-Spells. Keine Ahnung, ich bin anscheinend Melee-Hexer, sehr, sehr wild. Hier kann ich... Ich weiß gar nicht, hier kann ich nichts reinskillen, oder? Zur Hexenmeister. Erhöht Schaden über Zeit, 4% Punkte. Chaosflammen. Erhöht Mana-Regeneration. Vielleicht muss ich mich ja doch umentscheiden. Intelligent, überleben, grausam. Hier ist bei den... Ich kann alles skillen bis zu dieser Kette anscheinend. Ist vielleicht Lich der Melee-Typ? Weil hier habe ich sogar physischen Schaden. Zauber, boah, was ist das? Nahkampf. Hier zaubern, hier ist irgendwie mehr so Nahkampfsachen auch. Stäbe der Gefallenen. Also hier lese ich mehr so Int und Range. Aspekte des Todes. Ja. Kann ich jetzt hier schon skillen? Erhöht den Schaden über Zeit. Dots. Erhöht Feuerschaden. Oha. Necro. Zusätzlich LP. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht Lust, das Ganze zu lesen hier. Vielleicht ist ja doch Lich das Beste, oder? Wenn du unterhalb LP fällst, Schutzeffekte. Ich habe schon sowas ähnliches. Schutzschild. Ich glaube, das klingt so ein bisschen mehr wie Melee. Tanz mit dem Tod wird eine Schaden bei 5%. Mana-Regeneration. Aber auch Schaden über Zeit. Okay, du sagst, du bist Necro. Bist du Melee oder Ranged als Necro? Mann, ich habe hier meine Skelette in so aufs E mit. Mana-Regeneration. Bin Range. Okay. Was davon könnte... Was davon könnte Melee oder so sein? Kann ich überhaupt hier schon einen Punkt reingeben? Vasallen-Angriffsgeschwindigkeit. Gib für den Spieler 10 Sekunden bei Einsatz einer Dienerfertigkeit. 5 Punkte in passiven auf der Grundklasse Akolyt. Schauen Schutz bei naheliegendem Tod zu erhalten. Ethischer. Ich weiß, es ist so viel. Keine Ahnung, Alter. Schaden erhöhen. Fertig. Arsch lecken. Wird schon passen. Wird schon passen. Man kann das ja, glaube ich, alles zurücksetzen. Ja? Ich finde es aber auch geil, das mit der Steuerung und Vergleichen. Das geht echt gut. Das ist echt nice. Und irgendwelche Splitter, wozu ich die auch immer brauche irgendwann, kann ich da reintun. Und das funktioniert echt gut mit dem... Und dann unter Steuerung hier zum Vergleichen. Auch beim Händler finde ich das Shift rechte Maustaste verkaufen sehr geil. Dann kannst du mit rechter Maustaste auch direkt anlegen, die Sachen noch. Das ist interessant. Das finde ich nicht schlecht. Rüstung, Blitzwiderstand, Giftwiderstand. Okay. Splitterte brauchst du fürs Crafting. Ah ja, okay. Das macht schon Sinn, alles klar. Gibt denn hier auch wieder so ein Fuzzi hier?
Diese komische, was ich nicht gecheckt habe, warum ich am Anfang diese Geister-Skill musste. Weil wenn ich hier reingegangen bin, ich glaube bei S, konnte ich nur die skillen. Schau. Ich will aber halt... Okay, ich kann jetzt eh noch skillen. Mal reinschauen. Ich musste die Geister skillen. Wollte ich gar nicht unbedingt. Die vergesse ich immer zu nutzen. Ich wollte halt die Sense skillen und vielleicht die Skelette oder so. Aber ich musste die Geister skillen. Ich hatte irgendwie gar keine andere Chance. Das weiß ich halt nun nicht mehr auf Melee. Also, ich habe jetzt einfach... Ich finde die Sense geil. Und wenn das Ziel verflucht ist, macht die Sense halt mehr Schaden. Also, ich habe mir das jetzt einfach so angewöhnt, weißt du? Ob ich das jetzt will, bin ich mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich den Hexenmeister, um einfach Range zu spielen, aber die Sense fühlt sich gerade geil an. Melee kann ich, glaube ich, noch die anderen Char spielen, aber irgendwie hat sich es gerade einfach so ergeben. Und deswegen muss ich halt bis 20 muss ich mich entscheiden. Weißt du denn, ob es überhaupt Melee-Hexer gibt? Ob so Lich klingt so ein bisschen danach? Aber ob das so wirklich richtig ist, weiß ich ja nicht. Erntetreffer haben wir schon Feinde zu vergiften. Durch diesen Fertigkeitsbogen gewährter Schutz wird auch dann Diener gewährt. Ernteangriff verursacht mehr Schaden gegen verfluchte Gegner. Noch mehr? Das ist gut. Das ist krass. Jetzt muss ich halt nochmal das hier skillen. Bewegen sich schneller. Oder? Keine Ahnung, ich skillert hier erstmal wild durch. So, ich mache halt Q, tu die verfluchen und dann gehe ich halt mit der Sense drauf. Was sich hier jetzt einfach so ergeben. Fand ich ganz geil. Die Geister zu nutzen, irgendwie nervig, die Taste R. Aber habe ich jetzt irgendwie skillen müssen, deswegen denke ich manchmal dran. Ich habe mir nur das Intro angeschaut und die ganzen Sachen nicht hier gelesen. Da habe ich keine Lust drauf. Sonst mache ich das und währenddessen wird mir langweilig irgendwie. Gibt laut der Seite einen Harvest-Licht, der scheinbar Melee sein soll, aber ist auch eher fürs Endgame, aber ja, klingt für mich... Ja, gell? Nach Lich. Beim Überfliegen der Sachen vielleicht doch auf Lich gehen. Fühlt sich an so wie ein bisschen Melee-Hunter mit den Pads in Melee-Range. Schau mal, die Geister sind halt so verplant, dass sie einfach irgendwo hingehen. Ich glaube sogar, wenn du irgendwie levelst, fragt er dich, welchen Spell du als erstes skillen willst, oder ist das vielleicht fest? Ah, okay, dann merkst du dir fürs Nachschauen, ne? Vielleicht doch Lich gehen. Kann ich alles zurücksetzen, okay. Ja, das ist geil. Also ich weiß, so wie ich es gelesen habe, ich kann alles zurücksetzen, außer halt die Mastery. Weiß gar nicht, wie ich jetzt da hinkomme. Also S ist das hier. Und das finde ich halt auch ultra. Du klickst hier drauf und kannst sofort dir aussuchen. Das ist auch geil. Was? Geht das? Hä? Klick doch auf einen anderen Skill und du kannst das zurücksetzen. Wie? Ach, geht das jetzt schon? Taste S. Also. Kann ich das hier reintun? Nee. Habe ich. Hier steht nur neu verteilen, aber ich will die Geister gar nicht haben. Kann ich einen anderen Spell hier reintun, anstatt die Geister? Geht das?
Das meine ich halt. Fertigkeitspunkte entfernen. Entfernen ausgegebene Punkte. In diesem Fertigkeitspunkt, jeder entfernte Punkt verringert die Stufe um 1. Sofern sie der Minimalfertigkeitsstufe erliegt, erhöhen sie die Stufe wie gewohnt. Wenn du Spezialisierung aufhebst, werden alle Punkte der Fertigkeiten, stattdessen kannst du dich auf eine andere Fertigkeit... Oh, okay, mach ich. Jo. Ah. Oha. Und jetzt würde ich dann... Ich weiß es nicht genau was. Ich würde halt den... Den Fluch, dass er vielleicht stärker wird, oder ich tue den, also ich will meinen Fluch hier reintun. Ah, ja, okay, danke. Geil. Jetzt habe ich nur noch 2 anstatt 4. Ah, okay, Skill beide Punkte zurücksetzen. Okay, geil, danke. Knochen verstärken mehr Schaden. Knochenfluch verlangsamt Gegenhalt bei seinen. Ja, das dachte ich mir, dass es sowas gibt. Slowen. Knochenfluch wirkt auf einen größeren. Oh, das ist auch huge. So wie ich die Sense auch auf mehr Range skillen muss. Das ist schon geil. Knochenfluch hat eine Chance, die Rüstungsgegner zu verringern. Okay. Fluchen mehr Schaden. Aber der verursacht doch eh keinen Schaden. Der Schaden verdreifacht sich, wenn dein Charakter trifft. 9 Schaden geschätzt. Ach so, ich dachte, der verflucht nur. Okay. Also Range ist geil, aber nicht unbedingt zwingend. Ein Knochengefängnis. Okay, das brauche ich jetzt nicht, weil ich gehe ja eh hin. Aktiven Aura, die dich umgibt. Jedoch mit verringertem Bereich über Zeit dein Mana verbraucht. Du wirst mit Knochenfluch belegt. Yo, okay, das ist auch krass. Aline Buffs des Knochenfluchs haben am Einsatz. Okay, das ist huge. Da muss ich aber weit gehen, hey. Kurz weniger Mana, dann über Zaubertempo. Zaubertempo, ich brauche aber einen Minischlag. Oh, jetzt ist halt wieder. Jetzt ist halt wieder Klump, wo es auch mehr Schaden mit dem. Ich gehe auf Schaden. Ich gehe erstmal auf Schaden. Gegen von dem Klump, wo offen sind, haben wir eine Chance, tot zu explodieren. Schaden an der. Oh, Explosion auch geil. AOE. Einmal. Okay, dann machen wir das hier drauf. Zack. Passt. Ja, geil. Aber ich habe, glaube ich, jetzt Punkte verloren, gell? Weil ich hatte am Anfang 5 Punkte, das sind 4. Das hat er ja, glaube ich, gesagt. Ich verliere Punkte und muss das, glaube ich, neu skillen. Irgendwie so. Irgendwas stand damit, Punkte verlieren. Findet Panions Arbeitszimmer. Ja, das finde ich auch geil, dass er dir anzeigt, in welche Richtung. Was habe ich denn noch als Alternative zu den Geistern? Skelette habe ich schon. Marksplitter verliere ich halt Leben. Ja, die Geister fliegen. Das ist dann auch wieder mit Leben hier. Ja, ich kann ja die Geister machen. Dass der Fluch um mich herum ist, dass ich nicht dauernd wirken muss, ist nett, aber so kann ich schon pre-fluchen. Irgendwie hier. Also da kann ich halt einfach auf die Range irgendwo hinklicken. Wenn er halt ein bisschen länger hält, wäre es halt strong. Hier zack. Und hier zack. Achso, das ist ja meine. Ich wollte gerade R drücken zum Reload. Ich hatte gerade einen Reload-Gedanken. Ja, die Punkte werden halbiert, aber... So, aber levelt sich den eh wieder hoch. Okay. Ja, das passt ja. Solange ich nicht komplett für immer nachteile, ist ja alles okay.
Stand ja auch irgendwie da bei Benutzung oder so. Jetzt weiß ich ja nicht, auf was ich hier gehen soll, Alter. Ich habe jetzt irgend so ein Schwert. Nahkampfschaden, Chance auf Blutung und Nahkampftreffer. 19 mehr Nahkampfschaden, aber ich verliere Schutz bei Nahkampftreffer. Pro Chance 20 Schutz bei direktem Einsatz Nahkampfschaden. Ja, ist das 2? Naja, 2 Hand, weil ich habe sogar ein Schild an. Musst du das mal vorstellen. Zauberschaden, Diener. Oh, Dienerschaden. Ist drin. Physischer Schaden. Erhöht physischer Schaden. Boah, ich mach Dienerschaden. Ich mach Dienerschaden. Dann machen die mehr Schaden. Rüstung, Blitzwiderstand, Gift, Vitalität. Blockschance, Elemente. Keine Ahnung. Okay, rein da. Arbeitszimmer von Panion. Du bist mit der Story schon durch. Krass, krass. Und man, also ich habe das Gefühl, dass man eigentlich schon schnell levelt. Irgendwas hattest du geschrieben die Tage mit. Die anderen sagten, also man levelt langsam. Aber du hattest auch das Gefühl, dass man schnell levelt. Ja, also bis jetzt okay. Yo, ich muss da raus. Noch so ein Schade, so eine Scheiße macht hier. Oh, nee, 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 nee. Beim anderen Schar bin ich immer in die Richtung. Also ich muss sagen, no hate gegen Diablo. Es fühlt sich jetzt schon cooler an. So, warte, ich hab gar nichts mehr. Die sind alle tot. Yo, drop halt noch mehr. OMG. Nee, hier ist Inventar. Ich glaube, wenn ich jetzt wegporte und wieder hinporte, sind die wieder da. Alter, 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 hier. Das ist ja hier. Keine Ahnung. Widerstand der Leere. Stufe 3, Stufe 3, okay. Das finde ich auch geil. Du kannst ja hier drüber. Oh, das will ich haben. Das ist alles plus. Das Amulett. Du kannst sogar hier drüber halten. Das finde ich halt ultra strong. Gab's das schon mal, dass du beim drüber halten, dass dir es so ansehen kannst? Bevor du es lootest? Das ist so geil. Kehre zum ältesten Gaspar zurück und berichte ihm, dass der ältesten Panja verschwunden ist. Jo. Wird gemacht, Sir. Hier bin ich und da, glaube ich. Echt? Obwohl so viele begeistert sind von Diablo 2. Das ist schon Kadala, oder? Hier, das Ding da. Das ist, glaube ich, schon Kadala. So wie ich mitbekomme. Da gibt es irgendwelche Glücksspielsachen. Kann man hier auch verkaufen, gell? Doch, 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 hier.
Verkauf, glaube ich, nur bis Level 40 Items, so habe ich mal gelesen. Okay. Wie viel Level gibt es denn, weil du hast da geschrieben, du bist Level 63 oder so? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt in die Kiste tun soll oder nicht. Aktuell. Kommandanten Homunculus Galle. Ja, Ritual des Heilmittels. Ja, ich würde das jetzt alles verkaufen einfach. Götze war irgendwas Wichtiges. Anscheinend. Behalte ich die mal, keine Ahnung. Götze war anscheinend irgendwas Wichtiges. Yes. Gibt es einen Knopf mit Verkaufe alles? Sortieren, Geschenke, Material übertragen. Shift, Artikel verkaufen. Rückkauf, was war das nochmal hier? Okay. Das hat wirklich für doofe gemacht, dass überall blinkt, wo du hin musst. Das finde ich ultra geil. Das schafft dann sogar ich. Erreiche den unteren Bezirk, der hinter der Rüstkammer liegt. Jo. Habe ich alle Dudes bei mir? Ja. Jetzt gehen wir sogar mal bergab. Hatten wir auch noch nicht. Verfluchen und auf geht's. Zack. Welche Buffs habe ich hier? Hast du denn Diablo 2 aktiv gespielt, dass du es behaupten kannst? Ich habe auf jeden Fall gehört, dass Diablo 2, also immer die Meinung der Leute halt, der YouTuber, VTuber, so immer das alles da ist, dass Diablo 2 besser sein soll als 4 und dass man da viel mehr Stunden versenken kann. Ich glaube, dass jedes besser ist als das 4er. So, obwohl ich fand's eigentlich gut, bis die Season kam, da war ich schon ein bisschen genervt, kam. Schon ein bisschen mehr, dass ich alles nochmal machen muss. Ich finde das so geil. Kuh und dann los geht's. Einfach Sense Main, Mann. Sense Main. Ich wollte jetzt mal ein bisschen Abstand von Survival. War mir jetzt ein bisschen too much. Ein Nightingale, ja, probiert. Wirkt schön, aber war mir dann too much. Nach 2 Monaten Survival. Bisschen zu wild. Also ich konnte ihn einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Irgendwie gefühlt 400 Stunden Januar, Februar. Nur Survival und huch. Ist gut. Kleines Päuschen. Kleines Survival-Päuschen. LE kommt halt, was Skillung betrifft, sehr nah an PoE ran. Solar's Epoch, jeder Skill hat seine eigene Skilltree, kann man doch noch Skilltree für jeden. Okay, okay. Ja, ja, das soll ja eh, also ich habe ja das halbe Stunde Video gesehen von GameStar, das war schon sehr, sehr gut. Nicht so krass dann wie PoE, was da noch kommen kann mit den Inhalten. Auf jeden Fall besser und soll auch von Diablo 4 gelernt haben. Von den Fehlern von Diablo 4. Was auch von dass die Splitter eigenen Slot oder so haben. Ach, hier sind Götzen. Ah, sehe ich gerade, hier ist. Und ja, soll halt stark sein. Halten der Schutz bei Trankeinnahme erhöhten 10% Dienerschaden. Yo. Nehmen wir. Ach, bin ich schon wieder hier? Geistseuche.
Verflucht ein Ziel, also das 30 Sekunden lang Nekrose Schaden über die Zeit erleidet, stirbt das Ziel, springt die Seuche auf ein. Okay, könnte ich probieren? Ja, das ist so geil, du klickst da drauf, hast alle Dinge. Das Skill ist halt so krass. Das Skill ist ultra. 2013, wenn ich PE nach Release mit LE vergleiche, hinkt B. Ja, das ist ja klar. Das ist schon viel, viel länger. Trotzdem ist das Spiel ja schon auch seit 2019 Early Access gewesen. Auch krass. 5 Jahre. Oder 4 Jahre in etwas. Wenn ein Spiel so lang in der Ding ist. Early Access. Glaube ich dann, dass es gar nicht mehr rauskommt. Jo, welche Taste ist denn das? W und E. Neuen Golem-Holen hier. Aber diese scheiß Kugeln, die sind wild, Alter. Ist ein bisschen nervig, dass man sich zweimal dotten. Ja, aber geht. Yo, was da mal alles droppt. Und kaum verbraucht man einen Heiltrank, droppt einen Heiltrank. Was ist denn jetzt? Uralte Höhle. Also wir haben echt viel gemacht seit EA. Ich kannte es ja aus EA und hat schon mal durchgespielt, aber für mich war trotzdem einiges in Aha-Effekt. Ja, super. Das ist ja das Wichtige, dass du im EA nicht alles siehst. Denn wenn es rauskommt, falls rauskommen sollte, dass es noch spannend ist. Okay, wo sind denn diese Filter hier? Ich mach dann doch mal Lichtfilter. Warte mal. Wo geht denn das? Bildguides. Playstyle. Melee? Druid Leveling? Nee. Ja, Server ist krass, die haben wir nicht damit gerechnet, schätze ich mal. Leveling. Spellblade, Leveling Guide, Read Leveling Guide. Aber das ist doch gar nicht meine Klasse, oder? Primalist, Akolyt. Ach, gibt es gar nicht, guck mal. Ach, das hast du gesehen, Harvest Lich Guide. Ja, ich seh's. Okay, Harvest auf jeden Fall geil. Death Soul. Oh, das ist dabei, da wo du so viel Schaden nimmst. Oha, das ist ja... Okay, den Spell fühle ich auch. Den habe ich nicht gefühlt. Aber wenn ich weiß, dass der mit drin ist, kann ich ihn jetzt schon mit reinnehmen. Das kenne ich noch gar nicht. Reaper Form. Ah, das habe ich gesehen. Das habe ich schon gesehen bei diesem... Scheiße, welche Taste ist das? Ich habe keine Ahnung. Machen wir erst einmal noch hier. Ich kann ja schon hier... einigen Knochen-Eruption. Mach mal noch einmal da rein. Ich hab das... Ja, welche Taste? Wie komme ich zu diesem anderen Ding? Schmiede-Passive. Hier. Ich hab das hier unten gesehen. Schnittergestalt. Marius von Gamestar, ja, spielt der Harvest Lich, zumindest habe ich sowas... Okay. Ich hatte noch nie irgendwo reingeschaut. Ich hatte nur mal 10 Sekunden bei jemandem reingeschaut, damit ich weiß, wo die Kamera hin muss. Aber okay, cool. Ich glaube, das interessiert mich. Ich glaube, das interessiert mich. Deswegen würde ich mich erstmal auf das hier konzentrieren. Ja, ich habe gesehen, dass er live ist. Habe ich gesehen, ja. Ich habe den zwar nicht auf Follow, aber steht bei mir unten rechts als Vorschlag öfters. Endgame Miele, ist egal ob Endgame, okay, geil. Also die Spells, die ich eh schon nutze, aber da hast du ja halt überhaupt keine Diener, gell? Da hast du ja überhaupt keine Diener. Ja, aber egal, macht ja nichts.
Dann nimm ich den mal mit rein. Dann nimm ich den mit rein, damit ich mich schon gewöhne dran. Dann mach ich den anderen Fluch mal raus und nimm das mal mit rein. Zielort, Körper, Charakter explodieren, Körper, physischen Schaden anstelle von Mana, 13% werden aktuell Leben verbraucht. Ich hatte schon ein Spell mit Leben, aber ich teste das mal. Okay. Und deswegen würde ich auch dafür, wenn ich jetzt diesen Guide hier habe, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Nicht Lesezeichen, ich wollte eigentlich hier in... Ich habe, glaube ich, schon erstellt das, aber ich, wenn ich jetzt das hier so... Warte mal, abbrechen. Warte. Wer weiß, was man da alles sieht für Pornos hier. Last Epoch, genau. Passt, alles gut. Jetzt würde ich gerne für den hier Shift F haben, Filter. Skills, Passive Gameplay. Okay, okay. Reperform. Den Fluch. Death Seal habe ich noch nicht. Harvest. At anything you see. Cast Reaper. Transplant. In the enemies. Keep your Reaper Form active by staying in combat and leeching. Klingt geil. Klingt geil. Mapping Reap Transplant are passed. Okay. Use Haste gained from leasing. Efficiently via movement and cooldown. Klingt nett. Take advantage of your buffs and keep them active. Das ist halt die Sache, ob ich das schaffe, die Buffs aktiv zu halten. Das ist halt so ein Ding, wo ich eigentlich immer komplett faile. Vergesse hier ein, vergesse da ein, aber vielleicht mit ein bisschen Gewöhnung funktioniert das. 140 Inter, 30% Attack Speed, 600% Damage, 500 Kritik ist mit dem da. Das scheint mein Main Schwert Zweihand. Movement Speed ist auch geil. Gear Progression, ja. Wenn ich jetzt schon hier ein. Ach, Loot Filter, ja, okay. Wäre auch dumm im Kopf hier. Alles klar, hab schon. Das Ding ist, wenn ich das jetzt schon nehme, kriege ich bis dahin nie wieder einen anderen Loot. Kriege ich da bis dahin nie wieder ein anderes Schwert. Ist es nicht bis zu early? Das zu nehmen? Yo! Ich schau mal, ich kann den Filter herausnehmen. Moment. Shift F. Mach erstmal meinen weg. Filter exportieren. Plus. Zwischenablage einfügen. Ja! Oh mein FG, Mann. OMFG. Das ist ja... Weißt du, was ich meine? Dass ich bis dahin überhaupt nie wieder irgendwas kriege. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, das geht auch wegen Deutsch-Englisch. Wanted Boots, Wanted Boots, Wanted Bells. Anscheinend ist Wanted so eine Art Set. Ach so, nee, das ist... Neu einfärben, Rare Fixes. Ausblenden alle normal. Yo! Das ist krass. Okay, das ist echt geil gemacht hier. Harvest, Transplant. Also die habe ich schon. Mir fehlt halt noch Death Seal und Reaper Form. Okay. Passive. Was halt auch geil wäre, wenn du so wie bei der jetzigen WoW-Skillung einfach Copy-Paste machen kannst. Genauso wie bei dem Filter, kopierst du die Skillung, machst Paste. Jedes Mal, wenn du neues Ding erhältst.
Das wär halt witzig. Okay, hier gar nicht rein. Click the notes of the button to see passive tree progression. Make sure to complete the campaign to get all your passive. Ja, okay, probiere ich. Click the notes. Okay, dann würde ich sogar jetzt schon... Kann ich das auch resetten schnell? Dann würde ich jetzt darauf gehen. Was ist das? Increase Damage? Echt? So gar nichts? Moment, Tab S. Nee. Das war wieder eine andere Taste. P. Ach, P für Passive. Okay, zack, das sind die Passive. Das hat komplett. Ach so, da gab es in der Stadt jemand, den Passiv zurücksetzen. Das habe ich gesehen. Ja, also Skillung reinladen wäre super. Ich glaube, in der Stadt war sowas. Genau so mit Level Progress. Dass man halt pro Level immer wieder reinpacen kann, aber das ist ja egal. Das ist ja nicht so schlimm. Und dann würde ich es halt direkt so machen. Also zumindest so probieren. Ja, okay. Dann gehe ich halt einfach danach. Warte, muss ich mal... Aber wenn ich in die Stadt gehe, ist dann alles wieder hier. Aber ich gehe mal kurz hier rein. Was ist das? Warte mal, wie lange hat das Spell Cooldown? 4,7. Warte mal kurz, ich gehe da hin. Erzeugt im Ziel einen neuen Körper. Ich kann mich dahin porten? Wie? Jo, sowas habe ich gesucht. Daraufhin explodiert der alte Körper. Ach, der alte, wodurch Gegner mit einem Schaden nehmen. Anstelle von Mana werden 13% der aktuellen MP des Charakters verbraucht. Und diesen. Aber tue ich doch gar nicht. Ich verbrauche doch gar keine LP. Ah doch, ganz kurz. Ah, ich reck halt sehr schnell, weil ich out of combat bin. Yo! Sowas wollte ich doch. Ich wollte doch so ein Teleport. Ist zwar jetzt ein bisschen krass. Der alte Körper explodiert. Ja, okay. Ist ja geil. Monolithen-Runes, okay. Ich gehe mal da rein, was auch immer das ist. Uralte Hölle. Bestimmt so ein Event ist jetzt das. Oh mein Gott! Was ist, warum das? Was ist jetzt? Scheiße. Jetzt hätte ich irgendwo hin portiert. Wollte ich nicht. Sorry? Jetzt bin ich im Altertum? Was? Ich war doch hier im. Why? Okay, jetzt kann ich mal kurz zurückgehen. Mal die Passives zurücksetzen. Das Ding, anscheinend habe ich hier was fertig gemacht mit der. Belohnung, ja. Habgier. Erhöhte Erzugsrate, Elementarwiderstand, Mana-Ränge. Lass mich erstmal verkaufen. Inventar. Habe ich irgendwas besser? Intelligenz erhöhter Schaden. 23% Dienerschaden? 28% Dienergesundheit? 34% Ausweichen? Yo! Also ich kann es nicht anlegen, weil ich keinen Platz habe. Machen wir gleich. Ich spiele ja jetzt noch mit Diener, aber später dann anscheinend gar nicht mehr. Lass mir mal kurz verkaufen. Das ist der hier gewesen. Yes.
Also alles verkaufen außer das eine Ding da. Okay, kann ich anlegen und das verkaufen. Okay, krass. Gibt ein bisschen mehr Schaden, aber 23% ist schon heftig. Okay, nice. Pock. Okay, irgendwo war in der... Ah, das mit dem Brain war das, glaube ich. Hier mit dem Brain. Was muss ich denn dafür opfern? Passiv neu zuweisen. Passive neu verteilen. Ja, will ich. Achso, ich kann einfach die rausnehmen, oder? Lass mich das mal kurz. Andere. Neu verteilen. Das neue Verteil eines Punktes von diesem Knoten kostet 50 Gold. Du hast momentan... Jo. Ach, jedes einzeln? Spinnst du? 8, 8, 4. Oh, hier hab ich nur 1 zu viel. Okay, hier ist 8, 8. Und hier ist 4 und da ist 8, 8. Ich muss die 4 herausbekommen. Hä, es kostet jedes Mal weniger. Ach so, je höher die Punkte sind. Ja, okay, okay, okay. Also ich habe hier 4, 8 und hier 8 und das war's. Ja, sonst sind keine Punkte hier anscheinend. Und ja, da sind anderweitig verteilt in anderen Trees. Also kann ich jetzt schon rausgehen, P drücken, und er fragt doch gar nicht. 2, 3, 4, 8 und 8. Okay. Habe ich. Noch 4 Punkte, dann habe ich 20. Skillung ist 20, 89, 4, 0. 20, 89, 4. Okay. Ja, geil. Machen wir das so. Machen wir das so. Testen wir das mal. Do not dwell on regret. Ist wieder ins Portal zurück? Ich gehe hier lang. Ich gehe mal hier lang. Da hat's geblinkt auf jeden. Oh, hier muss ich auch da hochgehen. Okay, okay, ich muss da hochkommen. So, was haben wir jetzt? Das R mal testen, wa? Ah ja, okay. Oh, hätte ich ins Portal zurückgehen können. Ja gut, egal. Testen wir mal kurz. Ich nutze es halt eher für irgendwo hinporten. Lol. Q. Okay. Ich würde gerne die Sense mit mehr Range machen. Er ist wieder so ein spezieller Typ, glaube ich, hier. Der mich letztes Mal umgebracht hat, mehrfach. Weil er seinen scheiß Spell immer in die eine Richtung machte, wo ich stand. Und ich nicht aufgepasst habe. Und der charge doch da unter Wichser. Oh. Das hier, das hat er vorhin gemacht, so immer meine Richtung.
Yo! Weg, weg, nein, ich hab, oh, die Taste 1 habe ich verwechselt mit W und, oh mein Gott, ich habe nicht hingekriegt. Ich wollte gerade suchen, wo ich meine Skelette beschwöre. Das ist bei W. Ich habe gesehen, hier oben, da sind keine mehr. Das ist ein Wichser, Mann. Der ist krass. Hatte ich schon mal. Jetzt habe ich hier Brain auf einmal, warum denn? So, die Sense. Ja, ja, Skills suchen ist nie gut. Ah, da ist er direkt, guck mal. Oh, schau mal schon, was der wieder macht hier. Weg. Und der mit seinen scheiß Kugeln hier auch noch. Weg, weg, weg. Ah, ich kann mich ja wegporten mit R. Egal, hab ihn. Warte. S? Hier. Wie ist denn... So brauche ich gar nicht. Wie ist denn die Ernte hier bei diesem Ding gemacht? Skills. Wie ist denn die Ernte hier geskillt? Was ist denn das für ein Skillbaum überhaupt? Ich kenne den gar nicht. Das da, so. Man muss hier klicken, oder was? Warte, was, wo? Klickst du Notes at the bottom to see Skill Progression. Notes at the bottom. Hier? Ach so, hier. Ach, das Level, was man anfängt. Jo, richtig, richtig. Okay, verstehe ich. So fängt man an. Meist das. Fühle ich. Aber wo ist meine Sense? Hier ist... Nee, lass mich mit neuer Seite. Alternativskills, nein. Ich will meine Sense haben. Siehst du, jetzt verbringe ich wieder mehr Zeit hier zu spielen. Auf so einer Seite statt zu zocken, Alter. Boah, Mann. Ach, 70 ist anscheinend. Max Level. Wie komme ich auf die Sense? Meine Main Ding ist doch Harvest. Wie komme ich auf Harvest? Skills. Ach, hier oben. LOL, das musst du aber auch erstmal checken, die Seite hier. Digga. Hier oben. Wenn man da schon ein paar Mal drauf war, dann ist das schon logisch, aber ich hab sowas noch nie gehabt. Alles klar, hab's. Zack, okay. Wir fangen an mit was? Okay, eins in der Mitte ist klar. 2, 3, 4 und dann 1. Ich krieg Gesundheit, wenn der Enemy verflucht ist. Wie viele Punkte habe ich denn? 5. Er wird bald wieder weniger haben. Scheiße, Mann. Komplett falsch gemacht wieder.
Sind aber nicht alle weg. Hä, ich hab jetzt dieses eine Ding gemacht, das linke. Entferne ausgehende Punkte in diesem Fertigungsmal. Jeder entfernt der Punkte Verlegungsstufe 1. Sofern sie wieder Minimalstufe erhöhen. Ja. Ah, okay, passt. Ja, macht es doch weg. Ich kann den einen hier nicht wegmachen. Hallo? Ach so, ich muss erst den wegmachen. Jetzt hat, oder? Habe ich jetzt 0? 2 unbenutzte Punkte? Ich glaube, ich habe keinen mehr. Weg? Ja, natürlich ist es wieder zurückgeskillt. Hier sind aber 2. Okay. Jetzt muss ich hier die 4 reinmachen. Okay. Jetzt muss ich halt erstmal hier 4 reinmachen und den 5. hier hin skillen. Ja, okay. I see. Gut. Was ist denn das? Rüstung. 55 erhöhte Dienergesundheit? Das ist ja huge. Geil, nehme ich. Nehme ich mit. Aber ganz ohne Diener zu spielen wird dann wild. Auch mal in die Fresse hauen, nehmen einfach hier. Ich hab gar keinen Schaden noch, wenn kein Fluch drauf ist. Okay. Was ist denn das hier? Da liegt einfach irgendwas, ich kann es nicht looten. Ist das vielleicht sowas, was ich nicht mehr looten darf? Ach, sind die Loots trotzdem da? Ich darf das nicht mehr looten? Yo, das ist ja fies. Darf das einfach nicht mehr looten. Ja. Oha, dann sehe ich es auch gar nicht mehr. Yo. Das ist geil, Mann. Das ist lustig. Aber hier ist schon wieder da, wo ich bin. Okay, da muss ich aber nicht hin, glaube ich. Oh, das habe ich ja schon mal gemacht. Schon wieder der Wurm hier. Mach halt noch 20 Mal sich an. Jo, kann ich ja nie widerstehen hier. Ja, diesmal war es besser, das habe ich so gekannt jetzt. Weh. Geil, mit dem Porten ist cool. Aber dass man die Loot gar nicht sieht, das ist krass, man darf ihn nicht aufheben. Am liebsten gar nicht sehen, den Loot. Das ist fies, Mann, das ist fies. Habe ich. Jo. Mehr nicht. P. S. Achso, den Fluch müsste ich auch sehen, wie ich den... Oh Gott, jetzt habe ich den schon mal zurückgesetzt. Müsste ich ihn nochmal zurücksetzen, weil er bestimmt wieder anders ist. Och nie. Oh mein Gott. Warte.
Fluch. Oh mein Gott, wie viel ist er denn? Wie ist er denn hin? Mitte, 2, 3, 3 mal Mitte, 4 mal Mitte und dann rechts hin. Jo. Ich bin nicht einmal so weit wie vorher. Taste P, gell? Nee, das war S. Scheiße, Mann. 4 mal das und dann rechts. Ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Chill, machen wir schnell. Viermal das. Ja, wir können dann. Alles gut, passt. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist halt theoretisch die Endskillung. Okay. Habe ich. 20, 35, 50. Ich weiß auch gar nicht, ob man die zuerst nehmen soll, aber man hat ja am Anfang nur die. Man hat hier nur die am Anfang. Alles klar. Passt. Was macht ihr überhaupt?